oder Birkenholz. So als Verkleidung für die Ecken sieht Birkenholz eigentlich auch toll aus. Oder eben halt das Holz da, dieses Weiße hier. Aber ich glaube, ich werde mich für den dort entscheiden. Ich kann natürlich auch vom Regenbogenbaum das Holz nehmen. Aber das finde ich jetzt nicht so pralle. Finde ich auch nicht so schön. Gut, ich dachte, ich krieg keine Setzlinge raus. Ich krieg so mal mehr Setzlinge raus, als ich dachte. Wow. Ja, ist hier drinnen noch? Nein. Ist das hier drinnen? Ja, oh, sogar mehr als ich dachte. Tigerwood. Ach, das ist dieses Tigerwood. Ah. Ich verstehe. Ja, ist gut. Du bist eh unter meinem Haus. Du bist mir eigentlich egal. So. Ich lege dich auf die Dreier. Holzform mal ein bisschen anders. So, das sind sie wieder ausgeploppt. So, da ist jetzt auch das Setzling draußen. Da ist jetzt auch das Setzling draußen. Hier liegt auch noch einer. Da müssen jetzt eigentlich zwei abgeguckt sein. Ne, doch bloß einer. Gut, der will nie. Aber jetzt will er. Wie sagt man das so schön? Was nicht passt, passt dunkel. Was nicht passt, wird passend gemacht. Was ich bei dem Tinker's Construct Mod auch nicht schlecht finde, ist das Reparieren der Werkzeuge. Habe ich aber, glaube ich, in den letzten Folgen. Keine Ahnung, aber ich weiß, dass ich das schon mal gezeigt habe. Und deswegen finde ich den Mod auch nicht schlecht. Und ich gehe jetzt erstmal pennen. Gutes Nächtle. So, mal gucken, wie viel Holz wir jetzt da haben. Ach, das reicht doch dicke. Reicht hinten und vorne. Vielleicht sogar noch oben und unten. Hä? Egal. So, haps. So, dann machen wir das noch hier. Weil ich will das nämlich hier oben schön verziert haben. Dann habe ich mal kurz hier runter. Ich glaube, die 64 reichen, das Holz reicht auch nie. Zumindest nicht für die Menge, die ich hier gerade verbrauche. So. Dann hier noch lang. Hier hoch. Und weiter geht's. So. Dann hüpf. Dann geht es hier vorne weiter. Ne, glaube ich noch eins weiter hier. Das dürfte, glaube ich, reichen. Zack, 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 zack. So, das letzte. Jetzt kommen noch die restlichen sieben. Und gleich ist das Grundgerüst für unser. Toll. Ah, ne, ich habe noch was. Für unser Eigenheim verdütscht. Heps. Dann kommt es noch hier dran. Ja, und dann geht es dahin
Zylinder weiter und dann geht es darüber und dann geht es wieder zurück. Ich glaube aber, ich habe mein Haus ein bisschen zu schmal gebaut. Aber das Praktische an der Konstruktion ist, die ist erweiterbar. Hier runter. Wo habe ich jetzt eine Spitzhacke? Da. So, jetzt nehme ich wieder das. Nein. Ah, da ist wieder ein kleines Problem. So, heps, heps. Heps und heps. So. Picobello. Jetzt hier nochmal kurz ein Holz hinsetzen und ja. Hier noch einen kurzen Holz hinsetzen, dann wär's mit, na toll. Dann war's das mit meinem Holz, dann hab ich nämlich gar nichts mehr. Ne, wie schon gesagt, das ist das Grundgerüst. Ich find's gerade richtig toll. Es wird langsam. So, du, ups, nein, verdammt. Du, du, du. Man braucht bis zwei dafür, na, das ist günstig. Also, muss demnächst mal auf Skelettjagd gehen. Oder ich mach's ganz anders. Ich mach's mit meinem. Farming Mod, den ich da hinten in der Kiste drin habe. Ich habe wieder Hunger, ich habe wieder Hunger. Ich mach's mit dem Farming Mod. Ich weiß jetzt gerade verschreckt, wie der heißt. Ach, ich und mein Gedächtnis, das ist ja richtig schlimm. Mit dem könnte ich es jetzt natürlich auch machen. Aber mal gucken, habe ich keine Spitzhacke mehr? Ist die kaputt gegangen? Ernsthaft jetzt? Ist gerade ein bisschen ganz mies. Mal gucken, ob ich hier mit Blight Energistics da noch inne habe. Was ich eigentlich bezweifle. Ich hab. Nee. Cool. Ich hab's zwar bezweifelt, aber ich hab doch noch eine. Nice. Da kommst du hier weg und du hier rein. So. Das grobe Grundgerüst steht jetzt erst einmal. Ach, geh weg hier. Ich bin nichts verloren. Ich werde draußen vor dem Haus noch kleine Springbrunnen hinsetzen. Darin bin ich ja richtig gut. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Ungefähr die Höhe dürfte, glaube ich, hinkommen. Achso. Kann man diese komischen Slushies oder wie die heißen bauen? Aus dem da. So, und dann kommt es eben halt noch hier rüber. Und jetzt habe ich wieder kein Holz mehr. Egal. Autschi. Ich setze dann einfach mal mein Mindfactory Geräte nochmal hin, da wird mal schnell ein bisschen Holz gemacht. Werde ich jetzt aber nicht machen. Gerade nochmal auf die Uhr geschaut und ne, ich muss bald sagen, es ist bald wieder Zeit, mich zu verabschieden. Weil ich muss noch einiges vorbereiten. Ich gucke gerade auf, auf die Uhr und mir wird schlecht. Na. Okay. Naja. So, dann kommst hier noch ein Stein hin, du kommst weg. Perfekt. Zack und ups und. So, Stein ist alle. Jetzt möchte ich hier noch mal kurz abzählen, beziehungsweise abbauen. 2, 3,
Doppeltür? Nein, ist uns. Ah, verdammte Axt. Wird bloß eine einfache Tür. Ich wollte aber einen Doppelweg hinbauen. So wie er draußen eben halt. Aber naja, lass mir noch was einfallen. Ist ja nicht so schlimm. Nicht schlimm. So, stimmt, das haut ja wieder in die Tasche rein. 26 und 26. Du kommst hier rein, du kommst hier rein. Das wird immer schnell verarbeitet und dann werde ich auch langsam Schluss machen. Muss mich nämlich noch langsam vorbereiten. Ich muss dann noch auf Arbeit. Den Ton muss ich dann auch noch bearbeiten oder ich lasse ihn jetzt einfach so, wie er ist. Wenn irgendwelche Zwischengeräusche kommen, nicht wundern. Ist alles noch im normalen Bereich. Also von daher ist es nicht so tragisch. Aber ich glaube, ich werde die Tonspur doch nochmal bearbeiten. Weil ich das prinzipiell mache. Ist besser, wenn ich die Tonspur bearbeite, als wenn ich da irgendwelche ekligen Nebengeräusche habe. Gefällt mir nie und gefällt euch bestimmt auch nie. Von daher werde ich mich dann noch bemühen, heute Abend, wenn ich von Arbeit wiederkomme, eben halt die Tonspur nochmal schnell zu bearbeiten. So. Brauche ich nochmal kurz Holz, damit ich mir eine Türe bauen kann. Wie ich vorhin interessanterweise gesehen habe, funktioniert das so auch. Oh, ernsthaft. Ja. So, die kommt außen hin, also hier hin. Ja, das sieht schon mal so übel aus. Oh, guck schon mal schnell nach, wie es mit dem Stein aussieht. Ob der jetzt schon durchgeschossen ist oder nicht. Nee. Nicht ganz. Der ist fertig und der ist fertig. Okay, jetzt ist er fertig. Kommt auch nichts mehr raus. Da fliegen die ersten Steine rein. Und mein Tisch knarrt. Ey, das nervt. So, Haps, da haben wir wieder ein bisschen Stein. Und es wird schon wieder dunkel. Ey, es kann doch nicht wahr sein. Haben die Zeiten geändert? So. So. Zumindest mal einen kleinen groben Grundriss machen. Obwohl man sieht ja, wie das Haus aussehen wird oder wie das Haus aussehen soll. Ich finde den Crossing Hammer, also den Hammer hier finde ich toll. Den Hammer finde ich toll. So, dann poppen wir nochmal hier rum. Dann brauche ich hier rum. Wenn ich nämlich das halt, ich muss hier nochmal wegklopfen, damit ich an diesen Stein herankomme. Wird aber gleich wieder zugemacht, also zack, zack, zack und zack. So, das lasse ich offen, damit ich dann mal schnell durch kann, weil, warum nicht? So, das wäre es jetzt aber auch schon wieder für heute, oder für diesmal. Ich wünsche euch viel Spaß beim Gucken. Lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Eventuell auch ein Abo. Mal gucken, wie ihr Bock habt. Ich würde sagen, heute sind wir ja relativ weit davon vorangekommen. Davon gekommen, okay. Und naja, in dem Sinne wünsche ich euch noch viel Spaß. Eine erholsame Woche, je nachdem, wie ihr das Zeug guckt. Und wünsche ich euch noch einen angenehmen Tag. Euer Necro. Tschüss.